Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir gehen in die Kapitolversicherung. Ja, das ist tatsächlich Stromberg. Büro ist Krieg. Das Spiel. Ja. Ich dachte mal, wenn schon jetzt passend der Film rauskommt, dachte ich mir, zeigst du auch mal dieses Meisterwerk. Ihr hört schon Christoph Maria Herbst hier im Hintergrund. Das ist übrigens das, was an Originalstimmen ist. Ansonsten seht ihr so ein Büro und es ist eigentlich eine Minispielsammlung. Ich werde mal gucken, dass wir hier die Minispiele alle finden können. Sonst, man kann die auch einzeln anwählen. Das mache ich dann gleich auch. Ich glaube, das war immer, wenn man mit den Leuten quatschen muss. Gehen wir mal einfach ein bisschen durchs Büro. Wisst ja, ne? Büroleben ist kein Ponyhof und so, ne? Und einfach mal aus der Hose atmen. Ich will auch eine Kapitolversicherungstasse übrigens. So, Herr Wuttke, du hast doch bestimmt... Ulf, du hast doch bestimmt ein Minispiel. Ulf, sprich mit mir. Ulf. Stuhlkart. Mal gucken. Steuerung, ihr seht das. Also einfach so eine Art Mario Kart mit Bürostühlen. Das, meine Damen und Herren, freut den Sicherheitsbeauftragten eurer Firma. So, komm, hier. Kannst du den alten Bernd nicht abhauen. Hier. Bernd. Ha? Was hat zwei Daumen und ist erfolgreich? Ha? Na komm. Geh weg. Komm, notfalls sagen wir, der Ernie hat beschissen. Das klappt auch immer. Hä? Wo wollt ihr denn hin? Fahren aber seltsam. Alter. Fahren ja seltsamer als bei Schlag den Raab. Hier immer noch der Hinweis, ne? Der Erfolg der Serie, die ja auf The Office basiert. Ich glaube, ProSieben hat das bis heute nicht verstanden, warum das funktioniert. Es ist ja, glaube ich, nicht deren gewünschte Zielgruppe. Aber... es funktioniert einfach, weil es, ja, ich sage mal, nicht so unbedingt unrealistisch ist, denn Büro ist wirklich Krieg. Das ist einfach so. Das ist auch gut persifliert und auch die Charaktere, die es gibt, auch wenn sie ein bisschen überspitzt sind. Es gibt grundsätzlich den Speicherlecker, es gibt grundsätzlich den Quotendenunzianten, die gibt es grundsätzlich immer. So, hier, kann sein, dass der... wie der Bernd ist, Zweiter. Ich glaube, irgend so einen dummen Spruch hat er doch mal. Irgendwann werden die Zweiten die Ersten sein. Oder so. Ja, komm, ist mal gut hier. Sonst, ich schmeiß dich raus. Irgendwie bin ich ja hier auch von euch der Chef. Irgendwie. Irgendwann. Ich will den nicht raushängen lassen, aber ich könnte. Genau wie ich andere Körperteile raushängen lassen könnte. Ja. Nee, ich glaube, das ist eine der großen Paraderollen von Christoph Maria Herbst gewesen. Also, da, ich glaube, das hat ihm mit am meisten Spaß gemacht, was er, glaube ich, gemacht hat. Weil das ist einfach ein, ja, sagen wir mal, ein sympathisches Arschloch. Ist ja mit seinen Sprüchen leider nicht ganz so manchmal verkehrt. Auch wenn sie politisch, moralisch, ethisch und so nicht nur fragwürdig sind, sondern auch mit Sicherheit Ärger bringen. Aber, was ist das denn? Jetzt das ist der Bernd Letzter? Der Bernd kann doch nicht Letzter sein. Hör mal. In gewissen Tätigkeiten ist der Bernd gerne mal Letzter. Aber noch nicht bei Bürostuhlkart. So, komm, jetzt ist mal gut hier. Schieb den mal weg. Schieb die dicke Kuh hier mal vom Sessel. Ja, es gibt auch ein Minispiel mit Erika, bevor ihr gleich wieder... wir trauern kurz um sie. Und dann machen wir das gleich auch. Ja, das ist okay. Also, es gewinnt jetzt nicht unbedingt Mario Kart Gedächtnispreise, aber ich habe in meinem Leben schon schlechtere Flash-Spiele gespielt. Und ich weiß, es gibt Leute da draußen, die haben schlechtere Flash-Spiele auch Let's Played. Nein, das reicht. Ich glaube, das müsst ihr nicht ein paar Mal sehen. Das ist so spannend dann auch nicht. Ja, das hatte ich noch gar nicht getestet. Was ich getestet habe, kann ich mal sagen. Batman habe ich getestet, Bowling hatte ich getestet. Die werden wir gleich noch irgendwo finden. So, mach doch Taste zum Weiter. So. Ist jetzt nicht unbedingt, eine Stanley Parable. Ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie hier spontan irgendwie alles Mögliche ausprobieren. Das wäre natürlich ganz lustig. So. Du bist die Batman-Olle, ne? Du bist, glaube ich, die Fritze aus der Buchhaltung, ne? Wo der Bernd doch mal knick-knack-knäusper nochmal zeigt, dass er nicht nur durch die Hose atmen kann, sondern auch was anderes tun kann. Der Bernd. Ah. Genau. Das
Ist, werdet ihr sehen, sogar, naja, ich will nicht sagen spielbar, aber ich sag doch, es handelt sich hier einfach um eine lustige Minispielsammlung. Ich weiß nicht mehr, was der Unsinn damals gekostet hat. Ich hab's auch nur, weil es ich glaube, bei der Collection der ersten drei Seasons dabei war. Der geht raus, ne? Der geht raus! Ja, hier, komm hier! Da geht der Bernd nochmal ordentlich in die Knie. Hahaha! Der war doch weg. Na gut, wenn du ihn reingeholt hast, selbst schuld. Egal. Immer für den Bernd. Der geht schon wieder raus. Ah, hier. Bernie Bärchen hat's drauf. Der Papa wird's schon richten. So, komm. Er ist weg. Ja, dann mache ich die Alte aber mal richtig nass. Also, ich glaube, sonst an sich, selbst Hardcore-Fans mussten, glaube ich, sich diesen Titel nicht holen. Was ich noch leider nicht gefunden habe, es gibt auch ein Game zum Dschungelcamp. Da noch mit dem guten alten Dirk Bach. Ich würde es mal gerne ausprobieren, aber ich finde es gar nicht. Es muss so erfolgreich gewesen sein, dass wir, glaube ich, sogar nicht die Produktion verleugnen. Ja, dieses Spiel ist tatsächlich auch von Brainpool und von den Machern sozusagen von Pro7. Hat auch ein bisschen was von, so wie die Grafik von Schlag den Raab, ne? Hat man übrigens geworben, steht übrigens ganz toll auf Verpackung. Läuft auch auf Laptops und so und Mindestanforderungen und ganz toll. Liebe Freunde von Activision und EA, wenn ihr das auf den Karton schreibt, dann habt es geschafft. So, komm, mach hin. Da seht ihr hier, Brainpool, unauffällige Werbung. Unterstützt die, die freuen sich. Der ist weg. Wie, der ist drin? Ist doch beschiss. Wer ist der Schiedsrichter, Ernie? Ich glaube, es hängt. Ja, die Sprüche von Stromberg sind einfach nur Kult. Aber es nervt ein bisschen, deswegen habe ich das auch hier runtergedreht, weil irgendwann könnt ihr einen und denselben dummen Spruch nie mehr hören. Du willst mich doch jetzt hier im zweiten Satz nicht total nass machen, kann das sein? Also. Alter, was ist denn hier los? Bernd, du alte Hütte! Kannst du nicht mehr? Hat der Bäcker doch recht? Du bringst es nicht mehr? Ah, wie aus! Wie aus! Ach stimmt, genau. Genau, Sabbel hieß die, genau, mit irgendwie Decknamen, Codenamen, was auch immer. Ich glaube, der Satz ist weg. Wer ist denn das Nummern-Girl? Ist das Ulf? Was denn jetzt? Jetzt smasht der Bernd? Ja, und dann kann er gleich wieder nix. Bernd kann nur einmal in ein paar Minuten, was? Ja. Ja, Papa kann's nicht. Natürlich ist Ernie der Schiedsrichter, dann wird das ja auch nix. Der, Entschuldigung, Bernhold, Heisterkamp, Entschuldigung. Ernie eben. Ja, das läuft ja super. Komm, das will ich jetzt aber besser machen. Ja. Ach, wisst ihr was? Können wir mal. Man muss auch mal seine Zeichen erkennen und hier auch mal Respekt und so. Selbst die damals hier bei Waterloo wussten, wann der Sieg war. Und so. Ne? War nicht alles schlecht unter Napoleon. So, wen haben wir denn da? So, das ist doch hier Dingenskirchen, ne? Einfach Kunst. Das kenne ich auch nicht. Steuerung, linke Maustaste gedrückt, während die Maus durch das Büro fliegt. Okay. Ja, mach doch mal. Okay. War das richtig? Ach so, dann kann man so einen Malwettbewerb. Boah. So schön, dass man auch
Okay, das ist... fit und gesund fällt aus wegen Krankheit des Veranstalters. Ah! Ich liebe diesen Gags. Ja, mach doch. Mach weiter. Muss ich hier drücken? Ja, ist gut. Wir können jetzt einfach hier rummalen wie so ein... Dann aufhören? Ach, da kann ich schnell weg wie hier. Ach so. Aber das ist ja sogar fast mit Anspruch. Hallo? Ich bin der Onkel Bernd. Wenn ich was könnte, wäre ich dann bei der Kapitol? Also, bleib doch mal am Tisch hier. So geht das aber nicht. So, das hatten wir ja gerade schon. So, ach so, das ist wahrscheinlich hier. Wir malen uns mal einen Wolf. Komm, das ist... Kennt ihr noch die Musik der Montagsmaler? Das hätte ich gerne jetzt im Hintergrund. Aber bitte anspruchsvolles Fernsehen damals, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Und wir jetzt ein Programm hatten, die gleiche Auswahlmöglichkeiten wie heute. Ja, natürlich ist die Zeichnung unvollständig. Ich wollte aber weglaufen. Ich wollte nicht das fertig machen. Also muss ich das doch irgendwie... Wie soll das gehen? Jetzt bin ich Ulf da, um die Alte zu beschäftigen. Genau, Tanja war's, genau. Zack. Weg, 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 weg. Ja, ich sag's mal so, nicht unbedingt das genialste Minispiel. Bernd, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir unter uns, unter hier, zwei Daumen. Und eine Nase. So, wen haben wir denn noch so? Wo ist denn Ernie? Ernie! 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 Ach, genau. Hier, Erika hat doch auch ein Minispiel. Hat du ein Minispiel? Tu doch mal de Minispiel. So. Krieg ich hier keine... Okay. So, jetzt einfach... Ja? Kommt auch was? Und dann, hä? Was muss ich denn jetzt einfach alles mitnehmen? Ach, wir können hier so eine Essensschlacht machen. Ja. Komm, wir schießen mal einfach auf Ulf. Komm, du hast mich bei Batman blamiert, dafür mache ich die jetzt fertig. Wahrscheinlich hat das hier irgendein... Ah. Okay, jetzt mutiert's zu Morhun. Ja, da freut sich der Kantinenchef. Ihr wisst ja, wie Onkel Bernd ihn nennt. Ha. Ja, so sind sie in der Kantine. Ja, ist aber jetzt auch nicht so geil. Ja, das passiert, wenn man unterbezahlte Programmierer anstellt. Gut, könnt ihr euch auch bei Google angucken, aber... Bei Google wissen sie, dass sie unterbezahlt sind. Wie geht's eigentlich den dressierten Affen, wo wir gerade dabei sind? Wo ist eigentlich hier der Zoo, wenn man ihn braucht? Ja. Ah, zack, 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 zack. Einfach hier. Komm, was kostet die Welt? Zack, zack, komm hier. Geh weg. Das hat bestimmt irgendein ein System, das ich nicht verstehen kann. Der muss eigentlich gleich sauber machen. Bestimmt der indische Praktikant hier. So. Haben wir. Toll. So, das haben wir. Das Minispiel ist auch durch. Haben wir jetzt genau Halbzeit, ne? Joa. Ah! Lecker! Bicker, du alte Wursthümmer, du alter Trinker! Na, wie geht's denn so? Hm?
Soll ich dir einfach mal ein Getränk ausgeben? Hier, komm mal hier, komm mal hier, ja. Bei dem Scheißleben, das du führst, ist es auch kein Wunder. Aber nicht so ungut. So. Okay. Okay. Der geht voll daneben. Voll in die Scheiße. Bowlingwelt. Kreativer Name. Ja, irgendwie habe ich es hier ganz, ganz, ganz groß drauf. Aber da werde ich euch sicherlich jetzt nicht quälen mit dem Ding, weil so spannend ist das nicht. Kommt mein Lieblingssatz? Da gibt es irgendwie einen Spruch von Becker, irgendwie so im Sinne von Stromberg. Da sehe ich aber ganz schnell eine Kündigung auf die zukommen. Ja, ne, so schafft ihr das, ne? Entweder ihr schlaft mit der Sekretärin oder... Obwohl, eigentlich muss man den Chef doch bei sowas gewinnen lassen. Auch bei Golf sehr hilfreich übrigens, auch wenn er bescheißt. Ja, kann helfen. Ja, komm. Becker, noch einen Schluck. Noch einen Schluck lecker Hansa. Wat? Wat, ein Split? Aber gut, ich glaube, ich könnte euch das vorstellen. Ich spare mir mal einfach Bowling. Weil... So lange kann der Bernd auch die Kugel nicht mehr rollen lassen, wenn du verstehst, ne? Ist ja schön, wenn man Eier aus Stahl hat, aber manchmal ist es dann doch übertrieben. So, was bist du? Hast du eine Textstelle? Disco für jedermann! Okay. Okay, also machen wir jetzt so eine Art Dancing Stage Bernd Stromberg Edition. Yo! Okay, kommt noch irgendeine Tastenkombination? Hallo? Der DJ spielt schon. Bernd! Bernd, show us the moves! Hallo? Kommt da noch was? Okay. Okay, das war wahrscheinlich Space. Bernd, du alte Hippe, Willi. Mutterficker hoch 5, Alter. YOLO Swagger at its best. Ja, man nennt ihn auch den John Travolta der Kapitol. Trotz seines alten Hüftkleides. Und seiner kaputten Kniescheibe. Und seiner Prostata. Aber sonst geil. Ja. Von Fehlern, die ich noch machen darf, oder? Ah, komm, hier. Yeah. Mach's uns. Mach uns den DJ Bobo. Zeig uns mit den Moves das Alphabet. Tanz deinen Namen. Ja, komm hier. Der MJ from the Capital. Insurance. Schadensregulierung. So. Was ist das? Ah, yeah. Salto Mortale. Ich bin impressed. Ja. Das ist wahrscheinlich der Level. Kommt jetzt Level 8. Das mache ich jetzt bis zum... Was weiß ich wann, oder was? Bis die Hüfte kracht. Oder bis Erika platzt. Um nicht den Witz zu machen, bis die dicke Frau singt. Das wäre doof. Und wenn Bernd eins kann... Bernd macht sich nicht über die Schwächen von anderen lustig. Außer die, die er kennt. Ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht mehr so spannend. Ich werde da jetzt auch keine Highscore-Challenge draus machen. Ja, komm.
Bernd ist gut. Komm, hol den Bernd mal wieder von der Bühne, bevor er dann wieder anfängt, mit irgendwelchen Bühnenhelfern herumzumachen. Wir kennen ja den Bernd. Ob Männchen oder Weibchen, das geht alles. So, mit euch habe ich schon alles zu tun gehabt. Schön, dass ihr auch hier immer nur sinnlos rumsteht. Das ist genau hier. Das ist deutsches Büroverhalten. Sinnlos rumstehen, einfach irgendwo Kaffee trinken. Klar, dass da keine Produktivität ist. Ach hey, halt, wir sind ja jetzt produktiv. Moment. Stell dir das einfach für ein anderes Land vor. So. Das haben wir. So. Da wollen wir mal gucken, gucken, gucken. Genau, ihr habt's gehört, wertvolle Arbeitszeit. Was bist du denn? Wo ist denn eigentlich Ernie? Hast du Ernie gesehen? Wo ist der bei Bert? Ja. So, jetzt müssen wir jetzt Akten einsammeln. Ja. Da ist sowas wie eine Akte? Ach, das ist eine Akte. Boah, ist ja hier fast... Lass mich raten. Weg damit. Natürlich, entweder ein Schredder oder ein Müll. Mein Gott. Erledigt ist erledigt. Wer sich zu viel Zeit dafür nimmt, hat auch einfach zu viel Zeit. Effektivität heißt auch einfach mal Sachen abzuschließen. Final! Nehmt euch einfach mal ein Bärspiel am großartigen Bernd. Mehr kann er wahrscheinlich gar nicht schleppen. Lass mich ran. Ich finde das alle doof, was hier Bernd macht. Ja. Ah, Speed Up. Der Sonic der Bürowelt. Und wenn man so will, wenn er so weitermacht, wahrscheinlich mittlerweile fast genauso arbeitslos wie Sonic. Ja, war er doch in Time! Hallo? Also, hier wird man selbst... Hier wird man überhaupt nicht ernst genommen. Überhaupt nicht. Auch wenn man hier der Chef ist. Ne? Chef sein heißt auch mal unsympathisch sein. Und zeitig zu Hause sein. Ne? Ihr kennt das ja. Einfach auch mal Leute ans Messer liefern. Für die eine Karriere. Ja, ich habe doch keine Zeit mehr. Okay. Verstehe ich das? Gut, für... Gut, vielleicht liegt ja liegt's auch daran, dass Bernd einfach in einer anderen Zeitstufe ist. Nee, das müssen wir nicht nochmal haben. So, ich glaube, wir haben es fast, ne? Ist großartig, ne? So, jetzt will ich aber doch noch irgendwo gucken, wo Onkel Ernie ist. So. Dann gehen wir nochmal einfach. Komm, Bernd. Bernd. Komm, mach uns den 3D-Shooter. Mach uns das Quark. Oder das Dom. Wolfenstein nenne ich nicht, das darf ich ja nicht nennen. So. Wo ist der Ernie? Haben sie ihn eingeschlossen? Ernie, haben sie sich wieder auf Klo eingeschlossen? So, da ist... Ist der Bäcker? Das ist doch Ernie, ne? Natürlich. Absolut Kult. Ernie ist overkult. So, komm. Ernie, gib uns die Abmahnung. Komm, mach uns den Abmahnungsman. Komm, es geht besser. Es geht besser. Komm, Ernie. Show uns the moves. With mighty papers. Setzt die Musik wirklich an wie TV Total. Ja, wird Zeit für ein Rabigramm. Falls er da heute noch Zeit für hat. Immerhin hat er noch mehr Einschaltquote als Harald Schmidt, was allerdings auch nicht mehr so schwierig ist. Oder soll ich sagen, mehr Einschaltquote als Markus Lanz. Grüße ins ZDF. Da sieht wahrscheinlich die Redaktion von Wetten das auch so aus wie das hier. Und arbeitet auch genauso effizient. Ja, früher dachte man, die beim Fernsehen nehmen alle Drogen. Heute wissen wir, sie können sich das nicht mal leisten. Scheiß GEZ. Denen geht's auch nicht gut dabei. Die wollten auch immer was Richtiges lernen. Und dann waren sie beim Fernsehen. Für die Leute, die nicht mal einen Fernsehplatz haben, die tauchen bei YouTube auf. Traurige Schicksale.
ganz schlimme Geschichten. Ich möchte mit diesen Geschichten übrigens Geld machen. Ich möchte das schon mal kurz erwähnen. Mitten im Tube wäre doch ein tolles Konzept übrigens. Heute Jacqueline LP. Ach, Mist. Schon vorbei. Ah, ich liebe diese Minispiele. Warum hat Nintendo das eigentlich nicht produziert? Oder Rare? Oder andere, die heute nichts anderes mehr machen. So, ja. Fehlt uns denn noch irgendeiner? Ich gehe mal einfach ins Hauptmenü. Weil da kann man die Minispiele nämlich direkt wählen. So, gehen wir mal auf Minispiel-Kurzwahl. Ist übrigens die Möglichkeit, Minispiel zu wählen. So, haben wir. Ahnung haben wir. Badminton haben wir, Akten haben wir, Baseball haben wir, Disc haben wir. Wir haben alles! Ja, meine Damen und Herren, das war Stromberg Büro ist Krieg von der Kapitolversicherung. Hier, ganz wichtig. Wichtig ist am Ende auch egal. Mit diesem unglaublichen Fachwort möchte ich mich beenden. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Geht an diesem Meisterwerk am besten mal einfach vorbei. Das muss man jetzt nicht haben. Aber das war Stromberg Büro ist Krieg für den PC. Alle wichtigen Daten knall ich in die Beschreibung. Die liest von euch ja eh keiner. Denn Beschreibung ist illegal. Wir sehen uns. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und auf meinem Kanal gibt's weiter so einen Schwachsinn. Für die Leute, die jetzt bis durchgegangen haben, sollen da einfach mal gucken. Ihr habt doch mal was Gutes verdient. So, sonst stehst du gerne oben auf meiner Liste. Merkt euch das. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.